Susanne Raut geht die Briefe durch, die sie vom Energieanbieter E.ON erhalten hat. Viele Seiten mit vor allem einem Inhalt. Es wird teuer für sie als Kundin. Im Dezember liegt dann auch noch die Forderung über eine Nachzahlung im Briefkasten. Als wir den Brief aufgemacht haben, haben wir wirklich einen Schreck bekommen, weil wir plötzlich 2000 Euro nachzahlen sollten. Und der Abschlag wurde von den 155, die wir denn vorher hatten, auf 731 Euro erhöht. Was absurd ist. Ich weiß gar nicht, wer sich das leisten kann. Das ist absurd. Wie den Rauts geht es derzeit vielen Menschen im Schwalbacher Stadtteil Limes. Rund 3500 Haushalte hängen am Kraftwerk rechts im Bild, das mit Gas betrieben wird. In Limes leben Eigenheimbesitzer, aber auch Rentner und Sozialhilfeempfänger. Es ist tatsächlich für viele eine Situation, mit der sie natürlich nicht gerechnet hatten und die für sie sehr belastend ist und die für sie aber auch schwer nachvollziehbar ist angesichts der Umstände, dass die E.ON sehr gute Geschäftsergebnisse hat, auf die sie auch verweist in ihrem Geschäftsbericht und angesichts des Umstandes, dass andere Fernwärmeversorger deutlich billiger sind. Die Schwalbacher Interessengemeinschaft vergleicht mehrere Anbieter von Fernwärme in Hessen. Demnach wird der Preisunterschied im Jahr 2019 besonders groß. Während man bei anderen Anbietern im Schnitt 96 Euro für die Megawattstunde zahlt, sind es bei E.ON 170 Euro. E.ON selbst begründet den Anstieg damit, dass das Gas schon vor dem Ukraine-Krieg teurer geworden sei. Wir bedauern die damit verbundene Belastung unserer Kunden sehr, haben als Energieversorger allerdings keinen Einfluss auf die Kostensteigerungen an den weltweiten Energiemärkten. Die neuen Preise errechnet das Unternehmen aus einer komplizierten Formel. Viele Verbraucherschützer sagen, das sei intransparent. Selbst für Profis, für Fachleute, die bei uns in den Verbraucherzentralen sitzen, teilweise sehr schwierig, diese Preise nachzuvollziehen und herauszubekommen, wie sich sie eben dann geändert haben. In Nordrhein-Westfalen hat das Landeskartellamt E.ON Preiswucher vorgeworfen und verpflichtet, Geld für die Jahre zwischen 2017 und 2019 an die Kunden zurückzuzahlen. Und auch in Schwalbach gab es bereits 2009 Aufregung um überhöhte Preise. Auch damals gab es Geld zurück. Heute teilt uns das Landeskartellamt aber mit, dass es in Hessen derzeit keinen Verdacht auf missbräuchlich erhöhte Preise gebe, auch nicht in Bezug auf E.ON. Die Rechnungen stehen. Ich sehe es auch nicht ein, dass wir als Zwangskunden eines Wirtschaftsunternehmens hier so zur Kasse gebeten werden. Das kann es doch bitte nicht sein. Wir sind Zwangskunden. Wir kommen da noch nicht mal raus. Susanne Raut hat bisher nur einen Teil des Geldes bezahlt und will gemeinsam mit der Interessengemeinschaft notfalls gegen die hohen Rechnungen klagen.